und ihn, glauben Sie, Gott sehe in ihm etwas Besseres als im armen Fischer, der ohne Sünde lebt. Aber die Heilige Schrift ist eindeutig. Die Frevler sollen bestraft werden und nicht in den Himmel auffahren. Es steht geschrieben, dass ein wohlhabender Mensch schwerer in das Himmelsreich gelangt, als ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und es sind jene mit den grünen Ringen und edlen Gewändern, die diese Worte beherzigen sollten. Und was ist mit uns gefahren? Unseren Fehler? Dann lassen wir Fehler an die Kuchenwürfe. Uns doch Grün und Rechtliches begehen. Eine Schande vor unserem Herrn Jesus Christus, der ohne Geld lebte, ohne Obdach, ohne jedwede Habe und das Wort Gottes verkündete. Er lebte, was er predigte. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Mach's gut. Reden wir über den Preis. Ist gut. Wie wär's damit? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Weil du es bist. Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Da schlag ich zu. Alles Gute.
Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Weil du es bist. Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Gott über dich wachen. Gott behüte dich. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Sind wir uns einig? Du bist ein Knauser. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Gott behüte dich.
besprechen wir den Preis. Ist gut. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ja, das sollte passen. Möge Gott in diesen finsteren Zeiten über dich wachen, werter Herr Ritter. Benötigst du etwas? Möge Gott über dich wachen.
etwas für Silber anbieten? Hurenwirte, ihr Unzucht krönt und weltliches Gesehen. Die Sonne versteckt sich hinter dem Haus, ihre Glut wird kalt, ihr Feuer geht aus. Guten Tag, wie kann ich helfen? Ziehst du auch Zähne? Nicht besonders gern, aber irgendjemand muss es tun. Ich habe hier einen Kunden. Bring ihn her, ich hole die Zange. Gott behüte dich. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Sind wir uns einig? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. In Ordnung.
reden wir über den Preis. Ist gut. Wie wär's damit? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ja, das sollte passen. Ich suche nach den Bruchstücken eines Schwertes, die ein Pilger aus dem Heiligen Land verkauft hat. Hast du davon gehört? Natürlich, natürlich. Und? Es ist nichts als Plunder. Nur ein Narr würde dem Lügenbold was dafür geben. Und ich bin kein Narr. Du vielleicht? Aber wenn der Pilger lügen würde, wäre das eine Sünde. Sei nicht so leichtgläubig. Der Bastard hat das Heilige Land nie gesehen. Außer vielleicht auf einem Fresko. Ich suche nach den Bruchstücken eines Schwertes, die ein Pilger aus dem Heiligen Land verkauft hat. Hast du davon gehört? Natürlich, natürlich. Und? Es ist nichts als Plunder. Nur ein Narr würde dem Lügenbold was dafür geben. Und ich bin kein Narr. Du vielleicht? Aber wenn der Pilger lügen würde, wäre das eine Sünde. Sei nicht so leichtgläubig. Der Bastard hat das Heilige Land nie gesehen. Außer vielleicht auf einem Fresko. Mach's gut.